Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rette die Mudokons. Die Mudokons verstecken sich in den Höhlen weiter unten, klettere zum Fuß des Canyons, erkunde die Mine und bring diese Maschinerie in Gang, um sie in die Freiheit zu entlassen. Das machen wir doch glatt. Wir haben 254 Angestellte und 39 Securities. Wir werden wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft wie in den letzten Folgen, von den 254 eventuell 20 retten. Der Rest stirbt. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe hier eben schon mal aufgenommen, dieses Level, die ersten 10 Minuten vielleicht. Und ich bin sowas von oft gestorben, wir sind überhaupt nicht weitergekommen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, ich werf das weg, wir starten die Mission hier nochmal neu. Ja, das wäre eine komplette Folge nur mit Toten erfasst geworden. Also ich glaube so 10, 12 Minuten, da hatte ich das Level gespielt und ich bin jedes Mal gleich hier, wo wir gerade sind, an dem Checkpoint wieder rausgekommen. Weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe. Das wollte ich euch nicht antun. Deswegen machen wir es jetzt hier nochmal neu. Wir bekommen wieder eine ganze Menge Bonbons. Hier oben, das war glaube ich nur ein Schalter für den Aufzug. Binärschalter, rufe den Aufzug. Genau, brauchen wir nicht. Er ist ja schon unten. Ja, an dem Checkpoint hier. An dem bin ich die ganze Zeit wieder rausgekommen. Und ihr seht, die Folge läuft jetzt 2 Minuten. 2,5 Minuten. Das wäre nicht schön gewesen. So. Geschichtsstein. Klebeband. Unterschätze niemals den Nutzen von stabilem Klebeband. Wenn Slicks dich mal wieder durch die Kante jagen, brauchst du eine permanente Lösung für dein Problem. Wenn du nur noch an sie herankommen könntest, ohne eine Kugel zu kassieren. Er kommt nämlich gleich hier hoch. Und den müssen wir uns jetzt mal mit ein paar Steinen vorknöpfen. Das wissen wir. Ich möchte den Slick fesseln, danke. Und zack, da haben wir ihn. Und weiter geht's. Es gibt einen Verstärker und Mula. Dem Slick hier, der hat mich nämlich ganz schön aufgeregt, weil er möchte einfach nicht hochkommen. Dieser Stab ist auch eher dazu da, dass er runterkommt. Und sobald wir aber hier drüben runterspringen, selbst wenn wir schleichen, er dreht sich sofort rum und wir sterben. Die einzige Lösung, die mir noch eingefallen ist, ist mit Nebelschleier. Den dahin zu werfen. Bonbon ausrüsten. In den Nebel stellen, auch wenn er jetzt schwarz ist. Und ihn damit besiegen. Ich bin halt die ganze Zeit runtergesprungen und dachte, ich muss einfach nur schnell sein. Oder ich wollte ihn irgendwie dazu bewegen, dass er diesen Stab da benutzt und runterklettert. Aber hat er nicht gemacht und naja. Da bin ich einfach drei, vier Mal gestorben. Und gegen ihn hier unten dann auch noch 2 Mal. Und da dachte ich mir, nee, so können wir die Folge hier nicht beginnen. Wenn man weiß, wie es geht, sieht es jetzt sehr einfach aus. Aber man muss es halt auch erstmal wissen. Was haben wir hier? Wir haben den Schalter für den Aufzug. Ah, das wird echt nicht einfacher, ne? Das ist wieder das Einzige, was mir einfällt, der Nebelschleier. Dass wir uns den in den Aufzug werfen, die Taste drücken. Ah ne, dann hätte man nur gerufen. Aber zumindest so, dass er runterfährt und jetzt... Nein, ich konnte nicht werfen. Wann konnte ich denn jetzt nicht werfen? Wir lassen ihn hier mal warten. Ah, schön, funktioniert. Weil hier war ja noch ein Mudokon und das müssen wir retten. So, du kommst mit, wir gehen runter. Brauch wieder eine extra Einladung. Und jetzt wartet ihr beide mal hier. Denn wir müssen ihn da unten erwischen. Achso, das ist ja Flummi, ne? Ach, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wir können die ja natürlich auch so erwischen. Ach, okay. Einer zu viel. Cool. Ja, dann wäre das natürlich auch mit dem anderen viel leichter geworden. Ah, jetzt habe ich die Lösung verstanden. Wir hätten gar keinen Nebel gebraucht. Naja. Erkenntnis kommt besser spät als nie. Das ist natürlich cool. So, zack.
Wir konnten ihn nicht fesseln, wir konnten ihn nur... nein, der hat ihn da oben geholt. Warum denn das? Wann ist denn der runtergekommen? Schweinebacke. Du fesselst meinen Freund nicht. So, komm mit, komm mit, komm mit, kommt alle mit. Müssen wir ihn nochmal ausschalten hier drüben. So, 22 Stücke. Ah, nein. Ja, ich sag doch, es geht genauso los. Wir haben wieder zwei Mudokunst verloren. Ach, das ist aber auch. Dann konnten wir ihn dann oben nicht fesseln. Wir konnten ihn nur K.O. schlagen. Manche können wir... Ach so, weil wir vielleicht kein Klebeband mehr haben, ne? Ja. Naja. Dann haben wir halt keine Mudokunst, ne? Läuft ja irgendwie das ganze Let's Play schon so. Mula und Fackel. Fackel und Mula. Fackel und Mula. Wir haben wieder eine Mine. Ich hasse Minen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Ah, Entschuldigung. Mülleimer übersehen. Bitte keine Hunde. Bitte keine Hunde. Wir könnten mal eine Fackel anmachen. Irgendwie sah es so aus, als würde es hier oben lang gehen. Aber nein, es sind nur Steine. Wir haben natürlich wieder Hunde. Wie sollte es anders sein? Sind die alle gesperrt? Sieht so aus. Ja, wir kommen hier auch nicht weiter, ne? Nö. Könnte ich rein theoretisch Steinbonbons werfen? Nö, ist eine imaginäre Wand. Okay. Also ich meinte das kleine Stück über dem Zaun, aber da... Ich höre jetzt irgendwie von links noch Hunde, das macht mir Angst. Bin noch am Schleichen. Klingt irgendwie so, als würden die jeden Augenblick gleich von rechts ins Bild reinkommen. Machen sie aber zum Glück nicht. Wieder die Frage, hören die mich, wenn ich runtergehe? Diesmal nicht. Eventuell können wir ja mit den Steinbonbons auch endlich mal was gegen die Hunde anrichten. Bisher mussten wir ja immer ausweichen. Jetzt hier noch hoch? Ja. Wir laufen erstmal hier lang. Ich glaube, es ging dann auch noch rechts bei den Hunden. Also da waren ja noch Hunde rechts. Müsste es auch irgendwo da lang gehen. Es wird mir gerade ein bisschen zu groß hier. Ich verirre mich doch überall hin. Wir haben eine Tür aufgemacht. Öffne die Tür von innen aus der Höhle heraus. Okay. Gut, das ist hier wieder der Anfang. Das heißt, hier kommen wir am Ende zurück. Oben geht es nicht lang, nach unten sieht auch nicht so aus. Okay, hier ist ein Geheimareal, also geht es dann unten weiter. Nochmal zwei Verstärker und etwas Mula. Batterien haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gebraucht, aber eventuell für den Verstärker. So, und dann... das war knapp. Ich sollte nicht immer so viel rennen. Dann sind wir wieder hier. Also geht's jetzt hier rechts weiter. Einschlafen. Alles ist gut. Träumen von schönen Leckerlis. Nein, hier geht's nicht weiter. Na was war das Sinn und Zweck der Höhle jetzt? Gefühlt sind wir durch. Das Einzige, wir haben bloß ein paar Items gefunden. Aber Questziel ist, bringen alle in den Zug. Wir müssen ja hier irgendwie weiter... und er hält sich wieder. Jetzt haben wir es aber. Ja, und jetzt haben wir... Ach, Mann.
Ich sag nichts dazu. Sind wir hier schon? Ja, genau das gerade, wo wir dran gestorben sind, oder? Nee. Hier kommen wir wieder zu den Hunden. Aber hier unten sind keine Mudokons, die wir hätten retten können. Das irritiert mich gerade. Er schafft's einfach nicht. Wenn ich hier hochspringe, dann springt er nicht hoch. Wie soll ich da rüber springen können, wenn egal was ich mache, er jedes Mal an der Ecke hängen bleibt? Ah, es ist... Wir warten jetzt mal kurz, bis die Hunde sich beruhigen, weil ich will nicht gleich wieder sterben, wenn wir es nicht schaffen sollten. Aber hier ist auch nichts weiter. So, mit einem Sprung ging es. Die sind hinterm Zaun. Wie wir zu denen kommen, keine Ahnung. Von hier oben sind wir hergekommen. Was ist denn, wenn wir jetzt wieder rausgehen? Ach, wir haben einfach nur die Tür damit geöffnet. Alles klar. Also haben wir es doch erledigt. Hole die anderen am Anstieg nach Trellis ein. Da unten sind sie. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Glaube ja. Lauf, Forrest. Nein, falsche Taste. Achso, jetzt ist... Ah, da ist aber noch ein Gelee Royal. Nein, ich möchte das Gelee Royal. Ich drücke jedes Mal Escape. Beziehungsweise Q. Komm. So, was müssen wir machen? Hebel ziehen. Und jetzt? Hier drauf oder was? Nimm den Lift zur ersten Plattform. Hä? Nee, es ist kein Lift. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Deswegen gab es den Binärschalter, alles klar. Aber wenn, was ist denn, wenn meine Homies nicht hinmachen? Kommt schon, schneller, 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 schneller. Wir haben hier eine Quest, bei der wir uns beeilen sollen. Wow, das war echt ganz schön knapp. So. Ne, hier hinten. Oh, da ist ja auch noch ein Gelee Royal. Komm mit hoch. So, er ist auch ausgeschalten. Jetzt läuft es doch sogar mal relativ gut. Wir müssen uns halt nur ein bisschen beeilen irgendwie. Aber was soll man auch machen mit den Mudokons, wenn die halt nicht mitspielen? Kommt. Haben wir sie jetzt verloren zwischendurch oder kommt da noch was? Das ist irgendwie nur noch einer. Ja, dann ist es halt so. Ich bin hier, um euch zu retten, wenn ihr nicht mitmacht. Nicht mein Bier. Hä? Was? Leute, was ist mit dem Spiel hier los? Jetzt sind wir auf einer ganz komischen Ebene. Guck mal, vielleicht können wir das... Vielleicht springt er dann rein? Nö. Jetzt bin ich hier. Ja. Gut, wir lassen diesen einen Mudokon jetzt. Aber hier sind wir ja wo ganz anders, ne? Wir machen mal wieder zurück. Was steht dort? Zellentüren öffnen. Okay, nee, wir sollten anscheinend sogar hierher. Okay. Aber hier komme ich nicht rein. Also erstmal wieder... Aber nach unten fahren darf ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass das vom Spiel jetzt noch überhaupt gar nicht so gedacht war, dass wir hierher kommen. Weil eigentlich wären wir ja hier oben rausgekommen. Jetzt hier am letzten Hebel, um den Zug zu beladen. Wir fahren jetzt erstmal hoch und gucken mal, was passiert. Normalerweise wären wir ja hier noch gar nicht angekommen jetzt. Wenn es nicht eben gebuggt hätte.
langsamste Aufzug der Welt. Was wäre denn jetzt der letzte Hebel? Doch, wir wären hier oben rausgekommen. Wir können jetzt ihn nochmal mitnehmen. Komm. Oder haben wir ihn jetzt komplett verbuggt? Nee, er ist geistig nicht mehr in dieser Welt. Gut, also müssen wir doch hier runter. Ich komme halt nicht aus dem Aufzug raus, ne? Nee. Jetzt wäre ich jetzt schnell rausgesprungen. Eigentlich müsste es ja einen Schalter geben, dass der wieder hochfährt. Also oben halt der Hohlschalter. Aber ich komme ja nicht ran. Das ist mein Problem. Wir kommen hier nicht durch. Wir haben hier nur ein Vogelportal. Wir können sogar halb durchspringen. Aber wir kommen dort nicht ran. Kann ich den Schalter von hier drücken? Nee, ne? Wenn ich hier drücke und gleich springe, auch nicht. Ich habe halt gerade ein bisschen Angst, dass das Spiel komplett jetzt buggt. Dass hier irgendwas nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen. Was ist das Ziel? Bringe alle in den Zug. Ziehe am Hebel, um die erste Plattform zu öffnen. Nimm den Lift zur ersten Plattform. Ziehe am letzten Hebel, um den Zug zu beladen. Nimm den Lift zur ersten Plattform. Das ist jetzt die Frage. Ist das hier die erste Plattform? Ich bin jetzt einfach nur ganz schnell gerannt, weil ich dachte, das Spiel macht mir Stress. An sich macht es ja Sinn, wir sind hier in einem Areal, wo wir auch hingekommen wären, aber... Komm schon. Aber ob das Teil jetzt hier direkt die erste Plattform ist? Hier können wir nichts weitermachen. Können halt nur hier nochmal runterfahren. Gut, geht auch nicht mehr. Ich denke fast, wir sind hier falsch. Wir hätten gar nicht hier... Entschuldigung. Wir hätten wahrscheinlich gar nicht hier hochfahren sollen, weil es hatte ja einen Grund, warum hier oben dieses Ding zu ist. Dass es uns dann durchbackt, war wahrscheinlich nicht so gedacht. Also entweder bin ich einfach nur falsch gerannt. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit den Slicks passiert ist. Ob die noch leben oder ob es die jetzt auch irgendwie entfernt hat. Ne, die sind noch da. Machen wir das hier nochmal schnell. Wir laufen jetzt einfach nochmal runter, weil wir können ja bloß nochmal gucken. Ich will jetzt bloß erstmal ausschließen, dass es hier irgendwie buggt, wenn ich das Level neu starten müsste. Ich treffe nicht. Verdammt. Nein, das wird wieder nichts. Komm mal weiter vor, ja. So. Nein, wir haben keine Bonbons mehr. Wir brauchen Flummi-Bonbon. Verdammt. Nein. Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Das ist richtiger Mist. Ich kann nur komplett runterspringen. Aber an dem kommen wir definitiv nicht vorbei. Naja, mit Nebel könnten wir vorbeikommen. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, zweimal Nebel bräuchten wir dafür. Wir haben mal gerade verballert, aber ich glaube, Nebel können wir uns... Ne, können wir auch nicht. Mina auch nicht. Keine Chance. Hier, wir hören hier drüben wieder die Dings, ne? Ja. Was hätte ich machen sollen? Naja, gut, wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe sehr, dass sich das noch aufklärt, dass hier nicht irgendwas buggt und wir nochmal von vorne spielen müssen. Morgen 17, nee, 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.